Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Blood Bowl 3 und in der Liage of Cakes. Ja, Spieltag 5 steht schon an, Spieltag 4 ist rum. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse. Das letzte Spiel, das gespielt wurde, als erstes hier Ben Cake beziehungsweise die Central Cakers gegen die Nine Steelers, also Ben Cake gegen Jakobus. 3-0 für Ben Cake. Hat er ordentlich gemacht, auf jeden Fall, würde ich sagen. Hat er dann in, naja, das entscheidende bisschen Glück dabei, kann man gar nicht sagen. Ne? Also er hat seinen Gegner halt quasi ins Risiko getrieben und dann kommt das Glück halt zu einem. Das hat er gemacht. War wunderschön. Hat dann 3-0 gewonnen. Also in der Höhe von mir persönlich unerwartet vorm Spiel. Ich dachte, es geht knapper zur Sache, aber super unterhaltsames Spiel. Schaut es euch mal an. Ne? Ist unter dem Video vom letzten Spieltag verlinkt auf jeden Fall. Dann haben wir hier Ginnyfix gegen Krally. Die Tusklove Fanboys, Black Orks gegen Krallys Prügelknaben, Chaos, Erkorne, glaube ich, sind es. Ein 2-1, super spannendes Spiel. Ne, da war mal hier und mal da, die Würfe nicht so, und dadurch hat sich dann sehr viel Spannendes ergeben. Bis zum Schluss spannend das Ding eigentlich. Ne? Also, ich habe euch jetzt hier das Ergebnis gespoilert, aber ist schon cool. Blood Couture gegen die Quakenburg Lords, Papa Punch gegen mich. Das war auch ein nervenaufreibendes Spiel. Ne? Also eigentlich hätte ich bis zum Schluss nicht gedacht, dass da noch irgendwie ein Touchdown fällt, weil wir uns da sehr schön neutralisiert haben gegenseitig. Aber ich konnte dann auch irgendwie genug psychologischen Druck ausüben, dass sich da die Lücke aufgetan hat. Und dann habe ich die mit 4 Go-For-Its ausgenutzt. Das, ja, also es gab eigentlich, glaube ich, kein schlechtes Spiel an diesem Spieltag, sagen wir es mal so rum. Denn das letzte waren dann auch The Old Passbacks gegen Elfenhelfen. Dekadenz gegen Brace 77 und auch das war ein interessantes Spiel. Also Dekadenz hatte wieder mit den Würfeln irgendwie, er und Nörgel, also das Nörgel-Team, stehen da irgendwie nicht so richtig auf guten Fuß miteinander, habe ich so das Gefühl. Und ja, das Problem ist, Brace ist unser nächster Gegner und das wird ein verdammt harter Brocken. Wir schauen mal kurz, wie die Tabelle derzeit steht und dann unterhalten wir uns mal, warum Brace schwierig ist, abgesehen davon, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. So sieht sie aus, die Tabelle. Die Quakenburg Lords, eigenen Namen sollte man schon beherrschen, führen das Ganze noch an. Irgendwie werden verfolgt von Elfenhelfen von Brace, also dem nächsten Gegner, und Ginnyfix, den Schwarzorks. 4 Punkte Abstand, also am nächsten Spieltag, unabhängig davon, wie hart ich da vermöbelt werde, werde ich die Tabellenführung noch halten können. Und ja, da muss ich halt noch gegen Krally ran. Chaos Renegaten sind's, nicht Chaos Außerkorn, ne? Gegen die Chaos Renegaten muss ich dann noch ran und achso, gegen die Schwarzorks natürlich auch, ne? Also hier die Jungs, die beiden direkten Verfolger quasi aus dem oberen Tabellendrittel hier, die werden noch meine Gegner sein. Yay! Und Krally, der auch nicht unbedingt als schlecht einzustufen ist, sage ich mal. 3-3 Touchdowns sehe ich gerade in der Liga. Also nur übers Touchdown-Verhältnis hinter Blood Couture, gegen die ich halt den einzigen Touchdown bisher gemacht habe. Bin auch der Einzige, der noch keinen Gegentouchdown bekommen hat. Das würde ich jetzt natürlich gerne auf Skills schieben, aber wer die Spiele gesehen hat, weiß, das war es nicht unbedingt. Das ist also die Tabelle. Zu meiner sehr großen Freude
die Central Cakers. Ben Cake hat es geschafft, dadurch, dass er die Nine Steelers besiegt hat, sogar bis auf Platz 6 vorzurücken, weil er einfach unglaubliche 3 Touchdowns gemacht hat. Ne, hier sind nochmal die Ergebnisse des Spieltages. Hat er sich da einfach an The Old Passbacks vorbeigeschoben. Ist jetzt direkt auf dem 6. Platz. Also mal sehen, ob da noch was geht. Er hat jetzt auch wieder einen Blitzer im Team. Hatte dann genug Geld dafür tatsächlich. Denn hier drüben sehen wir es. Nadja, die Leidenschaftliche, hat zwei der Touchdowns gemacht. Ist jetzt auch super upgraded. Also die hat jetzt, was hat die? Blotch hat die, Sidestep, Frenzy hat sie und Aufspring. Also die ist jetzt, ich will nicht sagen direkt unstoppbar, aber deutlich gefährlich. Ja, das ist also die Tabelle und dann schauen wir mal auf den nächsten Spieltag so ein bisschen. Schielen wir da mal hin und sprechen da mal das Spiel, das jetzt ansteht, das ihr gleich sehen werdet, was da mein Plan ist. So, an diesem wunderbaren 5. Spieltag treffen wir, wie gesagt, auf Elfenhelfen. Ansonsten die Central Cakers dürfen direkt gegen die Tusklav Fanboys ran, also Elfen gegen Schwarzorks. Ich hoffe, die Elfen bleiben noch ein bisschen heil. Wir können ja auch mal reingucken, einfach ein bisschen. Also wir sehen jetzt, ne, Nadja ist hier geupgradet worden, auf jeden Fall wunderbar. 9 Spieler inzwischen sind es wieder. Ein Blitzer ist frisch dazugekommen, auf jeden Fall. Ictory wird da, glaube ich, ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen. Der Blitzschlag ist neu dazugekommen. Also, was haben wir hier? Achso, Dirty Player haben wir da bekommen und hier ein Fan. Also, ja, da drücke ich Ben auf jeden Fall die Daumen. Und ich weiß gar nicht, warte mal, man läuft ja dann hier so rum. Ich darf da hinterher gegen Kalli spielen. Also, vielleicht habe ich Glück. Und Kalli wird von den Old Passbacks ein bisschen vermöbelt. Ne? Die sind ja nicht ungefährlich. Sigi Sargnagel, der Rod Spawn, hat nämlich inzwischen auch Guard dabei. Uff. Okay. Wenig Block im Team immer noch. Beziehungsweise gar kein Block. Ein Tackle ist dabei. Aber das könnte natürlich... Also ich hoffe, da wird bei Kalli irgendjemand richtig vermöbelt. Ne? Irgendwie so... Wer wäre denn gut, vermöbelt zu werden? Der Dunkelelf, der ist langsam. Warum ist denn der langsam? Na, keine Ahnung. Vielleicht so ein Ogre, ne? Oder hier einer von den Linemen mit Block oder der Troll. Wenn die so verprügelt werden würden, wäre das super. Ich sehe gerade, Kalli muss auf seinen Werfer und ja, auf den Lineman verzichten fürs Spiel. Na gut, das ist vielleicht nicht so tragisch. Da haben wir noch Blood Couture gegen die Nine Steelers. Das wird auch eine spannende Sache, ne? Also Jakobus sehr risikoaffin und Papa Punch ein bisschen risikoavers. Also da schauen wir mal, was da siegt. Vorsicht oder Wagemut. Tja, und wir spielen gegen Brace 77 gegen Elfen und da ist natürlich blöd. Philbert, der Lauch, hat im letzten Spiel auf die Fresse bekommen, fällt aus. Und das war eigentlich der Mann mit Block und Tackle, den ich super gerne abgestellt hätte, um den Starfänger, ist es glaube ich, von Brace zu bewachen. Also ich habe hier noch einen Lorenzo, der ist immerhin Pro und hat einen Tackle, den wir da abstellen können. Die Blitzer sind beide mit Blotch ausgestattet. Ob mir das jetzt unbedingt was nützt, müssen wir mal schauen. Ja, aber Philbert hätte ich schon super gerne mitgenommen eigentlich. Da hätte ich halt die Kopfverletzung neu würfeln lassen müssen. Ich glaube, eine Kopfverletzung ist es, ne? Wo sehe ich denn das? Ja, genau. Also Kopfverletzung ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Ne? Ein gebrochener Arm bei einem Werfer ist natürlich auch blöde, den hat hier jetzt Valkelin bekommen, da, bei dem ist nicht so schlimm. So, also das ist so das Team, das ich zur Verfügung habe, wieder kein Reservespieler, wieder nur 2 Blockspieler auf dem Feld und kein mit Tackle und Block, was glaube ich günstig gewesen wäre gegen die Elfenunion. Denn Metraton, ne, der macht mir natürlich ein bisschen Sorgen. Brace hat einen
ein Blitzer mit Block und Tackle. Also der kann gegen meine Blitzer so ein bisschen arbeiten auf jeden Fall. Gefällt mir natürlich auch nicht unbedingt. Ja, und da müssen wir mal gucken. Ne? Drei Fänger sind jetzt da auf jeden Fall. Dieser Werfer, der einfach auf richtig lange Distanz werfen wird. Jedes Mal. Ne? Also das ist so Brays Strategie. Er lässt den Werfer ganz, ganz weit hinten. Ne? Hält dann halt so ein bisschen den Druck von ihm ab. Und wirft dann irgendwann den ganz langen Pass, weil seine ganzen schnelleren Spieler, ne, die Blitzer, die Fänger, die fluten alle die gegnerische Hälfte, versuchen da irgendwo durchzukommen und dann wird wohl irgendwo einer frei sein. Ist so seine Strategie und auf den wirft er dann. Also, ja, das wird echt schwierig. Die Blitzer werden über die Linie gehen, ne, die haben Sidestep, dagegen kann ich nichts machen. Ich habe niemanden mit Greifen. Die werden sich da also tummeln so ein bisschen einfach. Da müssen wir mal schauen, wie wir das geregelt bekommen. Könnte schwierig werden. Ja, ansonsten muss die Strategie sein, glaube ich, ne, auf seinen Werfer Druck zu machen, ne, weil ich kann die Jungs hier nicht alle doppeln oder irgendwas. Ne, dann sind die Linemen frei und dann läuft halt auch nicht. Da habe ich nämlich nur noch drei Spieler übrig, wenn ich hier, ach, ein Spieler sogar nur, wenn ich alle seine Fänger und Blitzer doppeln möchte. Und im Einzel werden die Jungs dann einfach überlaufen, also da kann ich es ihm vielleicht ein bisschen schwer machen, vielleicht auch nicht. Da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ein bisschen Druck auf den Werfer muss ich ausüben, da werde ich wahrscheinlich die Blitzer für abstellen müssen. Und mein Plan wäre, den Ball am Anfang zu nehmen und dann zu versuchen, den Werfer direkt auszuschalten, ne, im ersten Drive quasi, während ich im Angriff bin, weil er den in der Verteidigung auch relativ offensiv einsetzt. Ne? Also er hält den da nicht hinten, passt so ein bisschen auf, dass ihm nichts passiert und so, sondern er benutzt den halt einfach wie ein Lineman oder irgend sowas. Und die haben ja alle nur Rüstung 8, ne? Also wenn ich da den Werfer irgendwie zur Not auch durch den Foul, ne? Wenn ich da einen Lineman opfere für diesen Werfer, um den irgendwie rauszubekommen für seinen Angriff, dann habe ich glaube ich schon eine ganze Menge gewonnen, denn dann ist er auf Laufspielzüge nicht direkt angewiesen, aber er kann dann nicht mal sein langes Passspiel so durchziehen, weil er dafür keine Spieler mehr hat, ne? Also sein Passspiel wäre mit deutlich höherem Risiko verbunden. Und deswegen denke ich, wird er dann auf einen Laufspielzug umschalten. Müssen wir mal schauen. Ja, weil die anderen Jungs, ne, die Blitzer passen halt auf 3+. Das würde vielleicht noch gehen irgendwie für mittlere, kurze Pässe. Aber die anderen alle nur auf 4+ irgendwie. Und der Werfer ist halt der Einzige, der auf 2+ passt. Also wenn ich den Ball zuerst bekomme und seinen Werfer ausschalten kann, da haben wir schon ganz viel gewonnen. Das muss eigentlich so der Plan sein, ne? Ball nehmen, seinen Werfer ausschalten. Versuchen irgendwie eine Überzahl herzustellen gegen die Elfen, damit ich nicht zu viele Probleme bekomme. Da muss dann vielleicht der Ben, ne? Also unser Ogre, irgendwie ein bisschen ran. Sein Werfer hat halt auch keinen Dodge oder sowas. Also wenn wir den zu fassen bekommen, dann schnappen wir uns den. Definitiv. Schauen wir mal. Ja, dann schaue ich mal, ob Brace da ist und dann können wir hier loslegen, hoffe ich. Und das dürfte dann wohl eine ganz heiße Nummer werden. Also ich rechne mit einer Klatsche tatsächlich. Die Elfen werden da, wenn ich die nicht schnell in den Griff bekomme, machen können, was sie wollen. Brace wird mich da wahrscheinlich ausspielen. Da mache ich mir keine Illusion. Der hat halt Erfahrung, der hat Können. Und gegen Elfen weiß ich nicht genau, wie ich verteidige, ehrlich gesagt. Also schwierig wird's. Schauen wir mal. So, da ist er auch schon, Brace77 heute. Moin! Er hat gute Laune, ich habe gute Laune, er hat ein Elfenteam, ich nicht. Wird spannend. Das wäre auf jeden Fall spannend. Irgendwie muss ich ja durch diese ganzen Block-Geschichten da in der Mitte durch, die da irgendwie sich da bewegen, wo du willst, nicht wo ich will. Nee, die bewegen sich einfach gar nicht. Ja, das auch, das kommt dazu. Die sich hinbewegen, wo du möchtest, die hast du. Davon habe ich zwei. Ja. Richtig hässlich, ey. Die Blitzer sind toll.
Ich habe schon überlegt, ich stelle die einfach mit 4 Leuten in einer Linie zu und blitze dann mit dem 5. rein, dann können die nirgendwo hin. Versuch's doch. Du machst in der Zwischenzeit zwar 2 Touchdowns irgendwie, aber hey, egal. Ist in Ordnung, du darfst gerne die Blitzer umstellen und mich durchlaufen lassen. Ist in Ordnung, können wir uns absolut drauf einigen. Ganz genau, das habe ich mir gedacht. Das sind wir alle mit einverstanden. Wir können ja nicht den 5. Spieltag ohne Gegentouchdown bei dir zulassen. Also ich glaube, wenn ich ein Ziel habe, das zumindest. Ja, also die letzten 3 Spieltage jetzt werden für mich, glaube ich, echt, echt hart. Wieso, wen hast du noch? Ginny Fix und Krally. Oh, du hast jetzt 3 ganz zum Ende gezogen. Okay. Ganz genau. Deswegen stehe ich ja im Moment so gut da, weißt du? Save the best for last, sozusagen. Ja, bin um alles so rumgedodged so ein bisschen zum Warmwerden und jetzt geht's. Aber es ist ja ganz gut, vielleicht ein ganz gutes System. So nach dem Motto, ich fange an mit den gemütlichen Teilen und mich da so einzurollen ein bisschen und dann... Genau, also da halte ich mir die kompetitivsten Dinge für hinten raus. Aber du hast ja in der anderen Liga dann ja auch gegen Moppetupe schon gespielt und hast ja schon mal dann auch mal ein bisschen einen erfahrenen Spieler um die Ohren gehabt. Ja, das erstes Mal Schwarze Orks gegen Moppetupe gleich. Hässlich. Das war krass. Schwarze Orks sind hässlich, wenn sie richtig funktionieren. Ja, haben sie aber nicht. Nö, Schwarze sind auch eigentlich echt schlecht. Ja, die sind halt einfach so langsam, ne? Selbst einen angekündigten Flankenwechsel konnte ich halt nicht verhindern. Den kannst du denen auch schriftlich 3 Runden vorher geben, das hilft nichts. Richtig. Das ist wie mit Zwergen. Wenn da eine Breite kaputt gemacht wird, bist du einfach komplett im Eimer. Ja, und dann hat der Troll halt gar nicht performt, also das war echt eine Arbeitsverweigerung. Die Orks haben auch nicht genug Leute rausgehauen. Ich sage ja immer noch, für mich ist Schwarz-Orks das Foul-Team. Oh, ich dafür? Ja, habe ich versucht, aber die Fouls haben nur bei Moppetupe funktioniert, bei mir nicht. Ja, gut. Das ist, wenn man so ein Spiel hat, ist einfach, einfach läuft, dann läuft es halt einfach. Ist dann halt so, kann du man nichts machen. Du möchtest kicken. Nee, ich möchte Ball bekommen. Ja, meine ich auch. Ich möchte dich kicken lassen, aber nur den Ball. Ja, achso, gut. Bin ja hier relativ entspannt. Der hat Wrestle. Ich spiele noch zu viel Blackboard 2. Ich muss mich hier noch die ganzen Zeichen immer wieder neu lernen hier. Ja, ich habe da bei dir jetzt tatsächlich mal reingeguckt die Tage. Und das ist ja deutlich unübersichtlicher irgendwie. Ich finde es deutlich übersichtlicher. Wirklich? Oh, nee. Ja. Aber ich sag mal, ich spiele Blood Bowl 2 auch quasi seit Beginn des Rauskommens, nein, stimmt nicht ganz. Aber seit vielen, vielen Jahren spiele ich Blood Bowl 2. Und, Gewöhnung. Ich glaube, ja, du siehst dann einfach die Sachen schon vorab, ne? So, wer geht denn da jetzt noch drüben hin? Catcher auf keinen Fall, Blitzer eigentlich auch nicht und Werfer auch nicht, und sonst habe ich nicht. Gut, dann muss das halt der machen. Ich muss sagen, bei den Elfen, die kann man halt deutlich besser auseinanderhalten als die Imperial Nobility, dadurch, dass sie einfach unterschiedliche Körperhaltungen haben. Die Posen sind das, ja, muss man sich auch dran gewöhnen. Das ist bei aber gar nicht schlecht kannst gemacht. Bei den Nobility kannst du dich auf die Federn so ein bisschen, ja. Die Federn sind das, was einfach das größere Zeichen ist. Und zwar auch die Körperfedern vor allen Dingen, weil das was, eigentlich ist das, was so eine Feder an der Schulter hat, das sind die Bodyguards. Ja. Das siehst du aber nicht immer gut, finde ich. Nee, da muss man schon ein bisschen zoomen. Das ist richtig, ja. Also ich habe mir auch angewöhnt, wirklich bei vielen. Also was gut zu erkennen ist, ist der Ogre, klar, haha, und die Thrower. Das ist richtig. Aber dadurch, dass du die Bodyguards eigentlich auch ganz gut erkennen kannst, geht das eigentlich auch mit der Zeit ab. Das Room Wrestle ist auch so ein echtes. Mir hat es schon wieder die ganzen Aufstellungen hier zerpflückt, stelle ich gerade fest. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Dinger nicht benutze. Das hat mich bei 2 immer schon nicht funktioniert. Oh, cool.
Außerdem lernt man es richtig aufzustellen, wenn man sie häufig genug benutzt und macht. Ja, aber also ich finde das halt eine super Hilfe eigentlich für mich so. Es ist total. Es ist total charmant, wenn man es machen kann. Aber ich habe mich irgendwie nie, habe die nie gespeichert und stört mich auch nicht. Auf dem Brett stelle ich sie auch immer mit der Hand auf. Also so kann ich es hier machen. So, wo haben wir denn hier? Da haben wir. Ja, versuchen wir es mal so. Vielleicht wird das was. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Moin, Ben. Ist er da irgendwo? Bei dir? Der ist da irgendwo. Ja, genau. So. Dann lasse die Spiele beginnen. Ah, ich krieg sie direkt am Bodyguard zu. Ich bin ja andere. Da stolpert aber schon die Gegend. Ich bin Juli. Moin, Birdog, danke. War das nicht High Kick und ich durfte jetzt niemanden aussuchen, ja. Aber? Nee, weil da schon einer drunter stand. Ich habe ja direkt Achso, der hat den nicht. Okay, das war bei mir dann vom Fenster verdeckt, dass der den nicht aufnehmen konnte. Ja. So, ich habe gehört, ich muss mindestens einen Unentschieden holen, damit wir zumindest in Reichweite bleiben. Und eigentlich muss ich dich schlagen, damit ich in Reichweite zu dir bleibe. Ja, ich muss dich eigentlich schlagen, damit ich in Reichweite komme. Ja, du musst eigentlich wirklich. Ja, aber mit Unentschieden halte ich zumindest die Genie fix dran. Das ist, damit die Liga spannend bleibt, muss ich ja zumindest das Unentschieden holen. Wenn ich an mich denke, muss ich gewinnen. Ja, das ist richtig. So, wie machen wir das denn hier am dümmsten? Am besten schnell ein Doppelskull, dann ist das Ganze läuft das Spiel viel, viel entspannter. Richtig, richtig. Ja. Aber mal gucken, ob mein Ogre überhaupt mitspielen möchte heute oder eher nicht so. Zwei Uros hast du nur, okay. Okay. Ja. Die sind ja, halt Ben, teuer hier, die Jungs, ne? Und nicht nur 12 Punkte, ich habe, wie ich gerade nochmal beim Browsen festgestellt habe, 7-0 Touchdowns. Zu 0. So, der okay. Elf lebt schon mal. Das ist gut. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, alles ab 8 Spieler ist ein volles Team, ne? Ja. Hä? Hallo? Aber die zwei Blockwürfel laufen für den Anfang. Okay, ja, Blockwürfel laufen. Das war schon knapper mit der Rüstung. Yep. Ein Sieg heute und wir haben einen schönen Dreikampf oben. Ist doch für die Zuschauer wahrscheinlich das, was alle haben wollen hier. Wollt ihr doch, oder? Da haben die richtig Bock drauf. Ich würde es auch spannend finden. Ja klar. Ich meine... Sag ja, aufsteigen drei vor. Oh, da haben wir K.O. Einer von drei, das ist ordentlich. Ich gucke um, so. Den schubse ich jetzt um. Eigentlich würde ich den ja gerne schubsen. Das ist ein One-Die. Mag ich One-Die? Super. Hm? So würfeln und das so schön. Dahin. Du willst da kurz drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hör da noch rein. Gut. Ach, das sieht aber sehr defensiv da aus, Mann. Kaputt, tot. Falsche Richtung. Weil das war die falsche Richtung, sollte es mir vor die Füße scattern. Nee, das machen wir natürlich nicht. Der Ball bleibt schön hinten in der Tasche liegen. Kannst du gleich Publikum scattern, ist auch okay.
Ich habe eine hohe Flexibilität darin, wie ich an den Ball komme. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. So, habe ich auch eine hohe Flexibilität hier, dich von Dingen abzuhalten. Hochmotivierter Oger. Hat schon richtig Bock. Na gut. Ja, der hat. Sparen uns die Eins für die wichtigen Züge auch nachher. Einer zu wenig. 3 von 4 hattest du schon. Ja. Ja, er lebt. Er möchte leben. Jetzt hoffe ich doch, dass er das weiter tut. Ich brauche noch ein paar Spieler. Ja, aber so viele. Jeden Turn Casualty nicht, ne? Überlebe ich auch nicht. Da komme ich immer auch nicht mit klar. So. Das war wahrscheinlich streng genommen nicht clever, aber. Was meinst du? Erst rüber zu ziehen oder wie? Nee, ich lasse mich da, glaube ich, schon ein bisschen zu sehr komprimieren von dir. Ohne Not. Aber Elfen kommen halt überall durch. Das ist halt so ein bisschen hässlich. Ah, sie haben zumindest das Potenzial, überall durchzukommen, ja. Das ist wahr. Der dann noch da. Ach, Catch haben die, ja, stimmt. Ja, mit einer 6 easy. Ah, zumindest überhaupt gelöst die Nummer hier. Du sollst darüber gehen. Danke. Du machst jetzt mal die Lücke wieder zu. Das ist völlig fein. Die Abzug bewegt sich weg. Die Ecke schmuggeln, ne? Ja. Mal gucken kommen, was da so abgeht. Ja, ja. Bisschen vor, bisschen schauen, wie das Spiel funktioniert, müssen wir ja mal hier. Was haben wir denn so ein Quatsch hier? Ja, ach, mal, da macht er. Ja, ja. Ja, ja. Der liegt da ja, ne? Lass den mal liegen, oder? So. Eigentlich bin ich damit nicht unzufrieden. Ich glaube, wir stehen nicht so schlecht. Ach, was haben wir denn hier rumzugurken? Nabend! Ach ja, Genifix, lass bitte Mahlzeit, ihr zwei. Halt mir die Daumen, Genifix, und wir unsere Meisterschaftschancen hier erhalten. So, der ist ja der friedlichste Oger der Welt schon wieder. Das ist gut. Ich mag friedliche Oger. Ja, tatsächlich. Das Einzige, was ich noch lieber mag, sind dumme Oger. Ja, ist richtig. Sind wir wieder. Das ist ja das alte Perspektivproblem, was Blackburn so häufig mit sich bringt. Richtig, richtig. Einigkeit über das, was richtig. Hier nicht unbedingt. Exakt. Ja, so ein bisschen ist auch noch. Ich habe heute, ich habe mich vorhin gerade erzählt, ich habe heute den Tag, wo alles sich gerade löst in der Nase. Das ist ein bisschen. Ekelhaft. Ja, ein bisschen sehr. Aber eigentlich ja immer ein gutes Zeichen, weil das ist ja der Tag, wo es dann einfach wirklich besser zu werden, auch nachhaltig danach. So, wie machen wir das denn? Ich würde es ja gerne clever machen, aber.
habe nicht mal eine Ahnung, was du machen willst, aber deshalb kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen. Das ist schon okay. So, dann hüpf du mal da rein. Das ist theoretisch ein 3 plus. Dann guckst du dir die ganze Veranstaltung mal von hinten an. Gut. Hauen lassen wollen wir uns nicht, das finde ich nicht doof. Hauen ist jetzt doof, ja. Ja, hauen ist grundsätzlich nicht doof, aber hauen lassen ist halt eher nicht so schön. Hau lieber selber. So eine Lücke ja da. Das ist quasi 3 plus. Oh, Both Down ist auch okay an der Stelle. Nein. Fällt. Da haben sie mehr riskieren sollen. Naja. Mein Blitz nämlich dummerweise schon weg. Uiuiui. Besser. Wir machen das tatsächlich ganz anders. Machen wir so. Bisschen mehr nach vorwärts hier. Ja, gut, dann halt so. Wie fix die tote Oger in der Kristallkugel, was du in deinen Kristallkugeln alles siehst du. Ich sehe immer nur tote Elfen, aber bisher habe ich da noch relativ viel Glück gehabt. Was ist Paul? Dann der Oger bringt sich selbst um bei einem Block. Ja, ist mir recht. Nur bitte nicht erst in Turn 16 oder so, sondern ein bisschen früher. Ich brauche den auch nicht mal tot. Mir wird ja schon ein entspanntes Badly Hurt oder K.O. bis Ende des Spiels. Also ich bin ja gar nicht so, dass ich immer schlimme Sachen brauche. Lass du mein Metradon in Ruhe, den brauche ich noch. Ja, dem tun wir nichts. Das sagst du so. Der steht da halt der zufällig. Ich meine, was stellt er sich auch genau dahin? Ja, wo muss er hin? Ja, aber da nicht unbedingt vielleicht. Da ist halt gefährlich. Da ist das Bildchen. Komme ich da jetzt ran? Große Preisfrage. Wie komme ich an dieses Bildchen? So gar nicht. Also mit... Wenn alles nach Plan läuft, dann kannst du dir nachher in der Touchdown-Zone abholen. Wenn es nicht nach Plan läuft, wirst du es irgendwo anders einsammeln vorher. Dann hoffen wir doch mal, dass sich die Pläne verändern kann. Oh, seine Lieblingsnase. Ja. Das sieht schon eher nach was aus.
Nee. Doch, 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 das gefällt mir besser als die Aktion davor. Weiß. Ah, das war gerade den Ballblitz ein bisschen weg. Das hat doch so machen. 1, 2, 3. Hier. Na. Ein wunderschönes Ergebnis. Wenn ich Spieler nochmal anklicken muss nach dem Blitz, um weiterzulaufen, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich da in diesem Leben dran gewöhnen werde. Na, es wäre schon hilfreich, wenn das halt visuell dargestellt werden würde, dass er nicht mehr angewählt ist. Den würde ich gerne behalten, den Spieler. So. Nee. Ach, der hätte jetzt wirklich umfallen können. Da kommst du ran. Gut. Wofür habe ich auch ein Wrestle-Skill dabei, ne? Ich habe mich gerade gewundert. Hä, ich habe den auch gar nicht ausgewählt. Was ist hier los? Das war deiner. Den darf man auch frei wählen. Der ist nicht nur exklusiv für euch. Ja. Es schwante mir dann auch irgendwie. So, dich brauche ich stehend. Dann Steamroll. Ein bisschen Geschubse ist auch mal gut. Ja, da kommt Freude auf. Bei einem von beiden schon. Ja. Der, dem nichts passiert ist gerade. Ja, blöde Oger. Oh, erste Verletzung hier. Chaos nicht mitgerechnet. Oh, da auch noch sowas Hässliches. Ein bisschen Leiden und ganz normaler, ne? Ja. Müsste halt das einstecken. Ja, mir viel zu gut. Kann also mal aufhören da. Ein bisschen geht Turn noch. 6 ist halt, Turn 6, also rein statistisch ist er gleich fällig. Der hat von den letzten Spielen noch ein bisschen was übrig. Ah, verdammt. Das ist ja fast ein Safe Spot. Ach, jetzt rennen die hier auch noch weg. Wie spiele ich ja doch Elfen, oder? Ja, weiß ich nicht. Die sehen zwar so aus, aber benehmen die sich auch so? Abgesehen manchmal. Von jetzt gerade. Ups. Ah!
können wir aber auch mal einen kaputt machen. Die haben auch keine bessere Rüstung, die Jungs. Das stimmt. Ha. So melodramatisch ist das ja alles noch nicht. Das geht noch alles. Ja, so richtig voran komme ich halt auch nicht, ne? Nö, eigentlich bewegen wir uns bisher so schrittweise, wenn überhaupt vorwärts. Ja, das ist wirklich. Tempo könnte noch ein bisschen forciert werden hier irgendwie. Ja, machen wir zweite Halbzeit, kein Ding. Wenn ich. Ja, das befürchte ich. Das befürchte ich nämlich. Doch mal die ganzen Pausen weg. Das ist. Ah, das ist da hin, okay. Hallo, Dicker. So, sagst du. Ach, wenn die Elfen halt nicht überall durchkommen würden. Ja, gar nicht. Bis jetzt ist der Ball komplett safe. Ja, ja. Solange ich nicht nach vorne gehe, ist der safe, ne? Exakt. Das ist immerhin etwas. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich zufriedenstellend ist. Für mich schon. Ja, ja, ja. Das. Das denke ich mir. Ich kann mit dem 0-0 zur Halbzeit sehr, sehr gut arbeiten. Ja. Befürchte ich auch. Schwierig. Das ist gut. Wenn du es nicht schwierig finden würdest, hätte ich etwas grundlegend falsch gemacht. Definitiv, ja. Aber. Boah. Ja, es war nicht clever. So, wir müssen erstmal die Safe-Dinger machen, die wichtigen. Satzpart um. Ist die Frage, können wir da irgendwas machen? Nicht wirklich. Wir können aber dahin. Dahin. Blocken, blitzen, Line zu. Nix. Der hat Dodge Rio. Oh, der rennt schon wieder weg. Der hat einen Dodge Rio, der muss das, der ist dafür da. Achso. Macht doch nicht so. Da war mehr Tackle, ne? Ah, ja. Da war mehr Tackle, was geht, ne? Da noch ein bisschen verstecken und wenn wir gerade dabei sind, verstecken zu spielen. Will ich den Ogre schon wieder rumjodeln lassen, das ist die Frage. Oder lass ich den einfach hier den Block machen? Eigentlich auch nicht. Ne? Man weiß es nicht. Aber das ist das Problem, ja, exakt.
Dorthin. Na gut. Zwei plus oder drei plus? Lieber zwei plus, glaube ich. Nee, drei plus lieber. Also in dem Moment, wo ich bereit bin, den Rio einzusetzen, ist das statistisch einfach. Dann ist der höhere Weg immer der bessere. Aber ich weiß nicht, ob ich den Rio eingesetzt hätte hier. Am Ende kann ja sein, dass ich jetzt gleich irgendwas ganz Wichtiges machen muss, wo ich den Rio dann dringend noch haben muss. Ja, Umstände könnten sich ergeben, meinst du? Exakt. Da habe ich lieber zwei Rios für den nächsten Quatsch da, als... Hat es nicht den Blitzer da? Ne, das war der Lineman. Na, falsch geguckt. So, ich komme mit der Anzeige noch nicht so ganz klar hier. Ja. Ah, wer kann das? So war es nicht gemeint. Da müssen wir. Wow. Nicht mal wieder um ein paar guckt in diesem Spiel, wie so oft. Wieso, weshalb, warum? War ich deine Linie nicht dicht genug, oder? Nee, ich dachte, der hier wär keine Lücke, wo du durch kannst, aber okay, gut. So, war das natürlich jetzt, ist das jetzt natürlich ein easy Touchdown. Naja, mal gucken. Ich meine, mein Käfig ist ja nicht optimal positioniert. Ich sag mal so, es gibt noch ein, zwei Optionen, ja. Boah, der Ogre, ey. Ja, ich muss ja die Option jetzt ein bisschen madig machen, ne? Jo, schauen wir mal. Das ist one, das ist two. Du bist das eigentlich lang, exakt. Nicht viel, aber ich denke, das Einzige, was mir bleibt, ne? Ich könnte auch... Ich muss nochmal dodgen. Ob ich da irgendwas ist, kriege ich nicht ran. Ich die nochmal da zum Absichern darüber bringe erstmal. Bringt das irgendwas? Nicht wirklich. Warum haben wir beide Videos behalten, oder wie war das, ne? Gut,
Das ist ein bisschen sehr optimistisch, das zu versuchen. Aber... Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So ist aber gegebenenfalls den, ja, das muss er versuchen. Klappt. Du bleibst da stehen. Du bleibst da stehen. Oh, mal gucken, ob das reicht. Aber wie gut, dass ich beide über uns behalten habe, ne? Alle gebraucht. Wo wir den denn hin haben? Der kann bitte. Noch nicht, Ben, noch nicht. Noch rollen die Würfel, die sind noch nicht gefallen. Ja, aber hier fallen gerade einige Würfel, das sind sehr wichtige sogar. Yes! Deflection! Boom! Bei einer 1 beim Catch. Toll. Doppel 1 beim Catch. Der muss nur eine 1, der muss auch nur eine 2 plus wegen Nerves of Steel an der Stelle. Mann, oh. Okay. Jen, bist du noch da? Oh, hi.
Ich hatte mein Mikro deaktiviert, sorry. Das boah. War enge Kiste, du. Ja. Vor allen Dingen, hätte ich dir auf 2 plus wäre das eine Interception gewesen. Also ich glaube, 3 plus hat er mir angezeigt. Nee, es war eine 3 plus minus 3, also nee, in der 4 waren 2 plus minus 3, also eine 5 plus. Genau, um den zu interferieren. Aber, genau. Aber zum Fangen war es 1. Ah, nee, scatterner Ball, minus 1. Dann müsste es 3 plus gewesen sein. Das genau. Reicht. Ja, hat er mir so angezeigt. War auch gut. Ich dachte, es wären 2. Ist das kuschelig hier alles, ey. Oh, komm. Na, fressen wir oder. Deine Rüstung ist niedriger. Oh Mann, ist auch tot. Ist das ein Diamond? Ja. Ja. Ohne Punkte. Das hat ja gut geklappt. Naja, Mann. Eieiei. Auch nicht wieder. Dreimal Unterzahl. Jetzt wird's schon eng. Oh, da hast du mich aber zum ordentlichen Kackplay gezwungen. da waren auch alle Würfel drin. Oh. Abstrus. Ja, deshalb musste der Letzte auch noch rum, um die letzten Assists wegzugreifen. Dadurch, wenn die sich so gegenüberstehen, kannst du noch so viele in der Mitte stehen haben, das ist egal. Die Assisten ja nicht mehr. Ja. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. So, mir fehlt hier einer. Ach, das ist mein Ogre. Ja, guck mal. Der Ogre hat schon wieder keinen Bock mehr. Nö. Ach, das ist bei dem quasi Standardzustand. Das würde mich nicht überraschen. Alle Linemen weg da. Na gut. Wir versuchen es mal. Na dann. Du hast davon schon gar nichts verloren. Ja, Ben, kenne ich. Ich bin auch ein guter Ogre. Unmotiviert, lustlos und nichts könnt. Das ist, beschreibt mich auch ganz gut. Mein Ogre ist ja hier Ben. Von Kuchenvertilgers. Ah. Und heute performt er wirklich gut, muss ich sagen. Ja, das kann er gleich wieder aufhören. Das reicht jetzt. Nö, der kann noch ein bisschen. Der hat ordentlich Kuchen vorher gemampft, der hat noch Energie im Tank. Ach, bei dir ist der gar nicht aufgestanden, der K.O.-Mensch. 11. Nö, warum auch? Weiß ich auch nicht. 8 Spieler reichen noch vollkommen. Das ist ein vollständiges Elfenteam, ne? Klassische Elfengeschichte halt. Warum so viele Spieler aufs Feld bringen, wenn man auch mit 3 geht? Oha. Nee. Kein guter Kick. Nee, ein Coaching. Ich habe einen Reroll bekommen. Wuhu. Nicht gut. Doch. Genau das Richtige. Fangen wir den wichtig an. Wir würfeln eine 1. Unglaublich. Ach, der hat gar keine sicheren Hände oder sowas? Nee. Nee, der schmeißt den Ball nur 30 Kilometer weit. Ja. Das kann da nichts. Das habe ich schon mitbekommen. Unangenehm auf jeden Fall. So machen wir das also. So machen wir das. Und dann laufen wir da wieder zurück. Ach so. Ja. Du willst nicht mal so tun, als wenn du da Bedrohung ausstrahlst.
Nicht so richtig. Gesundheit. Ja, das war nur ein trockener Hals. Ach so. Wir bleiben jetzt mal so. Ganz gemütlich, ja. Moin, Moppy. So, du musst natürlich stehen. Wir können auch liegen bleiben. Ist voll völlig okay. Nee, nee. Was ist denn das für ein lustiges Emoji, was du da ausgepasst hast, verpackt hast, Mobby? Hab ich auch nie gesehen. Dein Tod-Emoji. Hab ich schon, du bist zu spät. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Ich habe leider kein Amazon Prime, deshalb kann ich keine Abos durch die Gegend schmeißen. Ist das cool? Eigentlich nicht. Das weiß ich nicht. Gewohnheit. Das ist, weißt du, never change running system und so. So. Das ist nur ein Feldspieler. Ich sehe den Mehrwert auch, den Wert darin auch nicht, aber das klappt einfach und deshalb mache ich das immer weiter. Coach mal mit dem Ogre. Na nein. Bitte, wir können. Unnötig. Gut so, endlich mal. Unnötig. Ach, das hier wäre mein Lieblings-Lineman, ne? Das ist dein Tackle-Programm. Wo geht das hier? Ja, das war der Tackling-Lineman. Mehr Blut, auf jeden Fall. Bin da sehr für. So, wir tun wirklich so, als wenn wir dann einen nach vorne laufen lassen wollen, ne? Ab und zu mal kurz enttäuschen. Mal. Ja, so ein bisschen, weißt du? Dann kann ich immer so tun, als würde man hier halt das ganze Spiel ignorieren wollen. Einen Surftoten hast du auch schon gehabt heute. Nicht schlecht. Ja, das machen wir mal so. Na, jetzt wird das doch hier langsam. Irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas wird's. Ja. Drei Spieler hier, einer dort, zwei da drüben. Vor allem einer von dir draußen. Das ist das Wichtigste. Ja, langweilig auf der Ach. Auch die Edlen haben ihren Bauernpöbel, ohne den nichts funktioniert. Du meinst doch nicht, dass die Elfen ihre Rüstung selber säubern. Die müssen auch ihre Fans haben, die das Ganze für sie machen und einen Pöbel haben. Pöbel ist wichtig.
Der hat doch noch gar keinen Dodge. Guten Tag. Verderben! Willkommen im Stream. Hallöchen. Jetzt auf beiden Seiten, Herr Hupe. Achso, der wollte nur einmal Tod und Verderben reinschmeißen. Ist er schon wieder weg? Ja, ja. Frech! Mega frech. Ja, danke für den kurzen Besuch, danke. Ja, wir arbeiten an Tod und Verderben. Sehr, sehr stark. Auf jeden Fall. Also ich zumindest. Ich gebe mir auch Mühe, aber... Der gemeingefährliche Twitch-Quascher, genau. Das sind auch immer die gleichen, weißt du? Ach ja, klar. Logisch. Da, Gunther. Ah, guck mal, der hat auch mal eine Pause. Gunther. Sehr gut. Ja. Na, endlich. Überfällig nenne ich das. Ich nenn's doof. Ja, ist er ja. Ja, das finde ich ja, nicht eben. Gut. Wir haben vorher drüber geredet. Ich habe ihm extra so eine Zeichnung mit Wachsmalstiften gemacht und so. Weißt du, und er jetzt wieder so, hä? Eieiei. Jetzt haben die Elfen hier richtig Bock. Weißt du, einmal passt der Ogre nicht auf, sofort glauben die hier alles Mögliche machen zu können. Nee, das Problem ist, sie glauben das nicht. Die wissen es. Nee. Da werden die sich ganz schön täuschen, denke ich. Schau mal. Das sind die ganzen hässlichen Schnellen. Da ist ein Blitzer. Der zweite, da ist der Blitzer. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, das ist ein bisschen arg, wenn ich den da weghaben will. So. I'm with stupid. Du musst ja einmal stehen. In der Liga, wo ich benenne, ja. Da suche ich mir leider einen schönen Spieler für aus. Das kann ich ja in Bloodborne 3 direkt auch installieren. Ne? I'm with stupid finde ich übrigens sehr gut. Das kann ich bei den Renegades super einbauen. Die sind nicht immer mit den Dummen. Ja. Der, die hat sich hingesetzt. Oh nein. Eldriad, dich gibt's ja auch noch. Guten Abend. Lange ja nichts mehr gehört. Mann, jetzt natürlich richtig scheiße, ne? Ah, das war jetzt. Dass der Ogre da keinen Bock hat. Ah, das ist viel, das ist klar. Na gut. Die Turn haben wir jetzt. Ganz so dramatisch ist vielleicht nicht. Nein.
Dann legen wir uns halt beide kurz hin. Meine Jungs liegen auch deutlich mehr als deine irgendwie, ne? Hat was, ja. Ich meine, deine liegen da am Rand gemütlicher, aber auf dem Feld. Da will die FI, um daraus ein 2 plus zu machen und den zu binden. Oha. So weit nach vorne musste. Für einen 2 plus Pass, ja. Ja. Drei plus hätte ich aus deutlich größerer Distanz bekommen. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9 wäre der Blitz. Machen wir so. Trotzdem folgen. Tja, dann schauen wir mal. Was können wir denn? Nix können wir. Nee, ich glaube, Moppy ist nicht beim GTB. Ich bin nur beim GTB. Ich glaube, der Zug war ganz ordentlich. Der ist gar nicht so schlecht gelaufen. Nee, der war schön. Da kann man überhaupt nicht maulen. Auch schön die richtigen Distanzen gewählt. Herrlich. Ja, Alter, wir haben dich vermisst am Wochenende hier, du. Na, guck mal, jetzt kann er. Eine Runde hat er erst ausgesetzt in 12 Turns. Der schuldet mir noch eine. Oder zwei. Besser zwei. Der ist hingefallen. Hä, warum kann ich keinen... Ach, er hat Dings. Nee. Das hat er automatisch gemacht. Der Dodge automatisch gemacht, ja, genau. Ja, ja. Das kannst du nicht mühen. Eine Doppel-1 hätte ja aber auch so ziemlich alles zerstört. Ja, ne? ja. Nee, ich habe mich nur gewundert, dass ich den Team-Reroll nicht nehmen durfte, den ich eingeplant hatte. Da habe ich wohl wenig Möglichkeit, das noch zu stallen. Ah. Sollte aber zumindest Ginny Fix den... Du bist nicht mehr mit 0 gegen Touchdown. So Minimalziel erreicht des Tages. Danke, Ben. Minimalziel haben wir. War der schön. Ah. Ja, konnte ich nicht verhindern. Schade. Ja, Genie Fix, für dich sieht das jetzt gut aus, dass du hier im Rennen bleibst. Wirklich gut. Jetzt müssen wir die Jungs da irgendwie nur noch ein paar Turns lang bremsen. Nee. Bremsen ist... Nee. Mach nicht. Nee? Wollte nicht? Nee. Bringt ja auch nichts. Was sagst du so? Richtig. Es ist auch langweilig für Zuschauer und so. Hm. Ja. Der pfeift jetzt erstmal eine Runde weg, der Schiedsrichter. Das ist der Vollkommen. Wir reichen heute auf 15 Turns, eindeutig.
So. Mein K.O. Oh, mein K.O. ist wieder da. Herrlich. Ja, der ist wieder aufgestanden. Ich wunderte mich gerade, warum ich drei Leinwände an die Leine stellen konnte. Aber da, der K.O. ist wieder da. Sehr gut. Dann sind wir ja voll im Rennen hier. 9 Spieler. Ist ja Wucher fast hier. In diesem späten Zeitpunkt. Aber es ändert sich gleich. 1 bis 2 gehen jetzt eh gleich raus. Tackler nicht mehr da ist, es gefällt mir. Oh, Tackle-Vogel nicht mehr da ist, gefällt mir sehr, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wer hat gescored? Hier, der da. Old Branch. Oder Old Branch. Idilian Old Branch hat gescored. Darf dann deshalb auch gleich den Kickoff machen? Ach, der wirft ja, der tritt ja nicht mal. Regen? Was haben wir für ein Wetter? Gutes Wetter. Na, ich schön. Wollte auch Regen. Wenigstens Regen hätte mehr gönnen können. Nein, dafür nix. Gar nichts. So, dann nehmen wir mit den Quatsch. Nein, die Doppel 1 beim Dodge war auch ziemlich unlucky, aber ich meine, war auch nur 4 plus Dodge, ne? Uha. Oh. Ach, sein fucking Ernst. Sein fucking Ernst. Er legt mir den Ball in die Füße direkt wieder. Oh, dass er den nicht fängt. Da werde ich ja mal was versuchen. Was hat denn der gewürfelt? Eine 2 und eine 2. War dumm, tatsächlich. Schlecht positioniert. Und ich bin im Haus, ist egal. Hey! Tschüss, Blitzer. Oha, da geht's schon wieder los hier. Sehr gut. Das ist nicht sehr gut. Das Mist ist das. Fantastisch, du hast recht, das ist nicht sehr gut. Es ist fantastisch. Sehr gut wäre ein Untertreiben. Gnadenlos. So, ich muss jetzt aber erstmal ihn hier irgendwie verstecken. Mut. Ja, wofür spielen wir auch Elfen? Ich verstehe dein Anliegen. Ich weiß nicht, ob es mir nicht ein bisschen zu aggressiv war an der Stelle. Quatsch hier, einfach weggerinnen. Das ist halt die Frage, nimmt man an der Stelle den Dodge, das Risiko mit dem Pass oder nimmt man es nicht? Das ist. Du gewinnst zwar auch eine ganze Menge, wenn der Pass durchkommt, aber das Risiko, wenn der Ball schief geht halt an der Stelle. Dann hast du auch ganz schön mit Rosinen gehandelt, ne? Das ist ganz schön richtig. Ich meine, andersrum, wenn der Ball ankommt, bist du halt auf der rechten Seite mit 4, 5 Spielern durch, ne? Also auf meiner Rechtsverteidigungsseite, deine Seite. Ja, in Anbetracht der Zeit dachte ich halt, wäre das eigentlich. Die Idee war nicht doof, ja. Um Gottes Willen. Aber ich kann ja auch noch eine lustige Dodge-Doppel 1 schmeißen oder so ein Quatsch. Nee. Lass die heil. Lass die heil. Shadowing. Danke, ich verzichte. Was? Ich weiß nicht, jetzt mitten in deine Leute rein Shadow zu verfolgen. Doch, das wäre so gut gewesen. Noch eine Chance auf Double Sky geben, oder? Ja, klar. Das kannst du sagen. Das ist eine enge Kiste hier. Da. Wir sind hier auf der letzten Naht unterwegs.
Das ist vor allen Dingen eine echt unangenehme Kiste. So, Aaron, guten Abend. Jetzt werden die wieder kuschelig, die Jungs. Müssen. Die müssen. So, damit es nicht ganz so langweilig wird und wir ein bisschen Spektakel haben. Okay, kommst du hier rum? Ja, okay. Gut, gut. Was ist das? Okay. 3, 3, 4, 5. Wir können noch viel kommen. Es könnte auch noch das 1-1 kommen. Das ist so die Art hier Nachteiliger. Das wird aber echt Geschichte. Knapp. 1-1 ist noch nicht knapp. 2-1 wird ein Sieg für dich. Das sehe ich jetzt momentan auch. Da bin ich bei dir. Das ist in sehr, sehr weiter Ferne. Aber 1-1, nee. Ich habe noch zwei Züge. Da müsste schon alles richtig laufen. Und du jetzt eigentlich nur Unsinn machen. Unsinn kann ich, ja, so, Aaron, das ist richtig, ja. Unsinn kann ich super gut. Ist mal 2 plus egal, wie rum ich es mache. Und alle anderen Positionen als da sind egal. Bein abgeschraubt in der zweiten Halbzeit bisher. Gefällt mir. Verschrei's nicht, Ben. Verschrei's nicht. Aber läuft schon relativ ordentlich gerade hier. Kann ich nicht anders sagen. Die Würfel haben mich gerade ein bisschen lieb. Ah ja, zu lieb. Gefällt mir nicht. Sind wir wieder bei der Perspektive-Thematik. Richtig. Da ist die 1. Oh, den nehme ich jetzt über. Ich habe noch einen Turn. Und die Frage ist nur, klappt doch der YOLO-Move bei dir? Das ist nicht mein YOLO-Move, den ich machen müsste. Das ist absurd. Ich habe mir Mühe gegeben, das schwer zu machen, ja? Ja, ich habe mir große Mühe gegeben. Ist durchaus gelungen. Jetzt darf ich die Scheiße hier irgendwie auslöffeln. Das wäre das Ziel der ersten Nummer, ja. Nee.
5 plus Dodge. Na klar. Easy. Easy, easy, super easy so. Vielleicht aber mit Reroll immer ungefähr 50-50. Ja, vielleicht heben wir uns das nochmal ganz kurz auf. Ah, Oger, der macht mich fertig. Ja, leider nicht so sehr, wie er gesollt hätte. Oh, der war schon ganz fleißig dabei heute, der Junge. Ja, einen hat er, glaube ich, gemacht, ne? Ein Cass, ja, aber auch sonst hat er einiges okay. Hingelegt, ja, stimmt schon. Umgehauen, gestunt, hat er zwei oder drei. Also, es war schon nicht so ganz schlecht. Also, wie sieht denn das bei dir aus? Bis auf den wichtigsten Moment, sagt Ben gerade. Ja, das stimmt, hat er nicht ganz unrecht. Das ist genau richtig. Außer den wichtigsten, den hat er verkackt. Bei einem Double G auf einem Blitz natürlich mit dem Oka auch mutig ist. Das ist ein absoluter Quatsch. Nee, ich komme da nicht ran. Ich kann nicht meinen YOLO-Move machen. Es sieht danach aus, als könnte mir das gelingen, ja, Nidifix. Könnte mir gelingen. Verdammt. Hab schon verrücktere Dinge verklappt in diesem Spiel. Kommst da? Okay. War ja, das die Kapitulation? Quasi, ja. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen nach Kapitulation aus. Ja, ich komme da nicht rein. Ich könnte mich durchdodgen mit 3 Dodges, einer 5 plus und dann negative Würfel für den Block, aber... Ich muss doch sagen, wo ich hinpfiffen darf. Ja. Liegen. Schlaf schön. So, dem geht's auch gut. Freue ich mich. Yay. Hast schon überzeugender gelungen. Aber Blockwürfel rollen die Blockwürfel sind nicht das Problem, nee. Nee, definitiv nicht. Das sind eher so die Teile mit den Zahlen drauf. Ja, die Armor hält. Ja, ja, genau. Wie... Ja. Gall. Selbst schuld. Kaputt gegweedet. Ah ja, das hat dann keinen Unterschied gemacht. Nicht zumindest was Sieger und Verlierer dieses Spiels angeht. So, Metrodon soll ja hier seinen Most Touchdown wieder bekommen, ne? Metrodon ist wieder für deinen Most Touchdowns. Das ist die... Wir wollen ja hier die wichtigen Statistiken auch anführen. Richtig. Sehr schön gemacht. Ja, ja, danke. Ja, am Ende hast du es auf einen Wurf angelegt, der ist schief gegangen. Richtig. So waren 3+3+ jeweils mit Auto-Reol. Ja, aber du hast ja halt einfach keine Blöße gegönnt. Von daher schon gut gemacht. Danke. Aber easy peasy war das hier auch nicht. Das war kein Spaziergang. Im Gegenteil. Und den Ogerblitz hatte ich tatsächlich komplett verdröhnt. Den hatte ich nicht gedacht, dass du den Taus mit 2 GFIs. Ja, ich dachte, du hättest dich vielleicht verzählt oder sowas und dachte mir so, ach komm, den, wenn der sich anbietet, den musst du einfach versuchen. Das ist halt die einzig vernünftige Chance, diesen Werfer da noch aus dem Spiel zu nehmen. Den wollte ich eigentlich in der ersten Halbzeit gerne rausnehmen, aber es hat auch nicht funktioniert.
Extra Turn kriegst du auch nicht, aber dafür eine extra Rio. Ja. Bist aber weiter in Tabellenführung. Hey. So, kriegen wir hier noch irgendwas? Das sind alles Leime, die darfst du gerne kaputt haben. Du hast eine zweite Reihe, lässt du irgendwie. Die lasse ich komplett in Ruhe, denke ich. Den hätte ich gern auch wieder. Ja, die leben alle. Es ist eklig. Also für die Tabelle war das das optimale Ergebnis und für die Spannung der Liga. Definitiv, ja. Also was für den neutralen Zuschauer getan wird heute. Ein K.O., das bringt niemanden was. Nee. Also Bentley Herb hätte ich dir ja noch gegönnt hier. Ne? So, was haben wir denn da hinten? Kannst du noch den Platz schmeißen, auch noch ein Punkt. Den hätte ich aber gerne heil. Ja, wenn dem jetzt was passiert wäre, ausgerechnet, hätte es mir auch ein bisschen leid getan. Also einen Toten und einen Nickel finde ich eigentlich schon mal gar nicht so schlecht für ein Spiel. Oder ziemlich schlecht oder wie auch immer. Ja. Obwohl, beide zwei verlorene Leimen. Kann ich nicht mehr was, ne? Oder? Habe ich den K.O.? Nee. Habe ich den gehauen? Ja. Ja. Oh, tut mir leid. Macht ja nichts. Das sind Elfenleimen. Der wächst nach, hoffe ich. Ja, ja. Da kommen neue. Da werden sich andere für finden, für den Job. Jetzt geht das wieder los. Ach, ja. Den hingeworfen. Okay. Oh, der hat einfach fallen lassen. Ein bisschen, das Passen war es nicht heute. Da. Nee, das Passen war es leider gar nicht. Ja, super schönes Spiel. Danke dir dafür. Absolut. Also, hat Spaß gemacht. Hat absolut gemacht. Spaß gemacht. War lehrreich. Mal sehen, ob ich das benutzen kann. Das hoffe ich doch. Ich meine, du hast ja noch ein paar Spiele vor dir in den beiden Ligen, oder? Ja, natürlich, natürlich. Bleibt doch noch eine Menge möglich. Die Frage ist nur, wie lernfähig ich bin. Ach so, ja, das wird schon. Ja, irgendwann kommt das. Irgendwann. Schauen wir mal. So, willst du ja noch einmal Tschüss in die Runde sagen? Ja, dann mache ich einmal in die Runde. Vielen Dank fürs Zusehen und ich verabschiede mich dann aus dem YouTube hier. Jo. Das war also das Spiel. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, der Pass wäre eine recht sichere Nummer gewesen. Da die Blitze erfangen haben und dann wäre ich da links durch gewesen. Ohne mich dann nochmal großartig durch die elfische Abwehr durchprügeln zu müssen. Was ja in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut funktioniert hat. Aber gut, ist dann halt anders gelaufen. Kann man nichts machen. Schauen wir mal auf die SPP. Wie erwartet, mager. Ben hat einen Elfen rausgehauen. Quentin hat auch einen Elfen rausgehauen. Der hat, glaube ich, den Tod verursacht. Pässe haben gar nicht funktioniert, dieses Spiel leider. Kann man nichts machen. Ja, ansonsten hier drüben bei Brace sieht das ein bisschen besser aus mit der SPP. Und was gibt's sonst noch so? Dedicated Fans haben wir gar nicht verloren. Ich dachte, da wäre ich schon bei 6 gewesen, aber scheinbar erst bei 5. Okay, wenigstens nichts verloren. 65.000 dazu bekommen. Da sind wir jetzt bei 145.000. Das reicht noch für einen weiteren Team Reroll, würde ich behaupten. Das gucken wir uns doch vielleicht gleich mal an, oder? Ivanmark hat auch ganz wichtig 4 SPP bekommen. So, schauen wir mal hier rein in die Quakenburg Lords. Ja, Ivanmark, der bekommt dann auch Ball aufheben. Das ist so die erste Fähigkeit eigentlich, die die Jungs bekommen. Was ist denn das General? Ja. Wunderbar. Das ist schon mal eine wichtige Sache, denke ich. Hat sonst noch irgendjemand genug Punkte für irgendwas? Nee.
Niemand hat Punkte für irgendwas. Tja, Lorenzo ist dann im nächsten Spiel leider raus. Den hat es diesmal erwischt. So, und jetzt interessiert mich auch mal. Achso, das ist eine ernsthafte Verletzung. Ah, okay. Und Filbert hatte, glaube ich, eine Kopfverletzung, ne? Und die habe ich dann nicht so richtig auseinandergehalten, scheinbar. Ja. Okay, gut, dann hat er jetzt Rüstung nur noch 7. Leider der Filbert kann aber mitspielen im nächsten Spiel. Das dann sicherlich auch ein spannendes wird. Ich weiß gar nicht gegen wen. Schwarzorks und Chaosrenegaten, glaube ich, von Krali stehen noch aus. Das macht Spaß. So, Recruitment. Wir gönnen uns erstmal einen zusätzlichen Reroll. Der ist jetzt endlich mal dran. Und da haben wir da 3. Und das macht die ganze Sache schon wieder ein bisschen sicherer. Nicht unbedingt das Fangen und Werfen, aber schauen wir mal. Ja, und dann war es das für heute auf jeden Fall. Beim nächsten Mal dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld in der zweiten Halbzeit. Da weiß ich nicht, ob ich da hätte geduldiger sein müssen oder nicht. Oder ob der Pass eigentlich schon die richtige Entscheidung war. Keine Ahnung. Macht's gut, bis dann. Habt einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Ciao.